Hallo, herzlich willkommen zu Kurz und Kompakt, heute zum Valentinstag. Heute ist wieder Valentinstag. Ähnlich wie beim Muttertag gibt es dabei regelmäßig die Kritik, dass es doch keinen besonderen Tag brauche, um jemandem zu zeigen, dass er oder sie einem wichtig ist. Und überhaupt ging es doch nur um Konsum und um Umsatz für den Blumenhandel. Sicher kann man die Art und Weise, wie der Valentinstag beworben wird, kritisch sehen. Und man muss das nicht alles mitmachen. Aber den Punkt, dass man seine Liebe doch auch an jedem anderen Tag zeigen kann, der gilt doch eigentlich für alle Feiertage und Feste. An Ostern feiern wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber wenn wir das glauben, hat es Auswirkungen auf unser ganzes Leben. An Pfingsten erinnern wir uns daran, dass Jesus den Heiligen Geist zu den Jüngern gesandt hat. Aber der Heilige Geist begleitet uns auch in unserem Alltag. Trotzdem feiern wir diese und viele andere Feste immer wieder, weil es gut ist, sich daran zu erinnern und es sich bewusst zu machen. Ein Anlass wie ein bestimmter Feiertag kann dabei helfen. Wenn es aber sonst keinen Platz in einem eigenen Leben hat, bleibt es ein leerer Rahmen. Ähnlich kann es mit dem Valentinstag sein. Wenn man nur dann seine Liebe zeigt, wird sie wohl nicht lange halten. Aber er kann ein Anlass sein, die Liebe nochmal ganz bewusst zu feiern.